Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start mit der kleinen Mila. Mila, komm her. Jo, da sieht man, Mila ist ein bisschen größer geworden. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Komm mit Mila. Und ja, ich gehe mal wieder Gassi mit der kleinen Mila. Es ist Dienstag noch. Für euch ist es wahrscheinlich schon Mittwoch. Guck mal, so ist sie geworden. Ist schon ein bisschen größer geworden. Jetzt auf jeden Fall deutlich angenehmer mit so einer Kamera als mit dem Handy. Viel einfacher zu halten, viel bessere Qualität. Jo, Mila. Jo, du. Jo, feiner Hund. Komm. So, die kleine spielen, ne? Die kleine, ey. Nicht verfangen. Kleiner Hündchen. Kleiner Hund hier. Die kleine Mila. Die ist erstmal etwas über einem Jahr alt. Müsst ihr euch mal geben. Sieht aus schon wie so ein halbes Pony. Eigentlich müssten hier irgendwo Pony sein, aber. Ich habe ein eigenes Pony. Ja, halt die Fresse da hinten. Es ist Mittwoch. Vlog-Time. Die Leute haben oft gefragt, was ist mit dem Server? Was ist mit dem DayZ-Server? Wann kommt der? Alle wollen spielen, alle wollen gewitelistet werden. Leute, das dauert noch mit dem Server. Das dauert noch 2 bis 3 bis 4 Wochen. Also der zuständige Admin, sag ich mal, der Starfish, der Dennis, hat gesagt, yo, man kann frühestens damit Ende nächste Woche rechnen. Ist so eine Sache, ne? Also, ich sag mal 3 bis 4 Wochen. Wir werden jetzt nächste Woche schon mal anfangen, ein bisschen zu testen, Sektor B umzuändern, dass es ein bisschen stärker wird. Sowas alles muss natürlich herausfordernd sein, die ganzen Sachen zu balancen. Aber wird alles gemacht. Oh, die kleine Mila. Das passt schon, ne? Oh Mann, hier ist ein Zipweg. Glaubt ihr gar nicht. Einfahrt verboten. Ja, schön. Will ich gar nicht einfahren. Ich will sogar eine Fahrt frei halten. Will ich auch nicht parken. Komm wieder, gehen wir weiter. Da vorne ist ein Feld. Ja, ein bisschen die Mila durch die Gegend hetzen. Soll ja auch ein bisschen jagen, ne? War jetzt, Junge, die Mila hat ein Leben. War erst in Spanien, ein paar Monate hier. Jetzt wieder, wo war die? Kroatien war die. Jo, das ist ein Baum. Ich dachte, der wird mir auf den Kopf fallen. Guck mal, hier ist ein geiler Drehort. Kannst du so einen Rapid gehen. So. Mila, da sind wir wieder. War ein kleiner Zwischenfall. Was heißt Zwischenfall? Kam eine Dame mit 2 Hunden, 2 schöne Hunde vorbei. Und Mila muss natürlich sofort so hinschnüffeln, muss spielen. Die ist ja knapp über einem Jahr alt jetzt. Ich glaube, 1 Jahr, 2 Monate, sowas. Und da sind die Hunde noch extrem verspielt. Und man weiß noch nicht, wie die reagieren. Vor allem die Besitzer, die haben meistens Angst. Weil das ist ja jetzt kein kleiner Hund. Das ist ja schon so mehr oder weniger so ein Pony, ne? Ja, was haben wir denn hier? Die haben alle Wiesen hier abgesperrt. Die Schweine. Damals konnte man nie... Komm, Mina. Lauf! Ja! Komm hier! Heute hat die sogar einen Zopf. Ich mag die Mila. Habt ihr auch Hunde? Hunde sind voll geil. Ey, da ist die Straße abgesperrt. YOLO! Hallo! Spaß, die. Naja. Außerhalb, was jetzt den Server angeht, ist eine Sache, die, sag ich mal, mich persönlich betrifft. Auf meinem Kanal, also auf dem YouTube-Kanal, kommen ja immer so mal random Sachen. Also, wir haben natürlich feste Projekte. DayZ ist und bleibt einfach DayZ. Es wird auch so kommen. Aber was ich auch gerne mache, ich teste ganz gerne Spiele. Ihr habt gesehen, jetzt Unturned. Hat uns ganz sehr gefallen. War jetzt noch wenig Inhalt, also wir werden da mal wieder reingucken. Was ich auch zum Beispiel bringen will, ist, wie heißen die Spiele jetzt? 7 Days to Die zum Beispiel. Ist ein Spiel, habe ich damals sehr gerne gespielt. War natürlich noch nicht so contentreich, soll jetzt aber gut gepatcht worden sein. Mila, nicht weglaufen. Die sieht aus wie so ein Bär, ne? Das heißt 7 Days to Die, ich will The Binding of Isaac 1-2 Folgen bringen. Ich will Sachen einfach mal so antesten, oder was heißt ansetzen. Einfach die ich zwischendurch selber privat ein bisschen zocke, würde ich mal gerne spielen. Was haltet ihr davon? Werden keine längeren Projekte. Ich denke, das wird so wie Minecraft einfach mal zwischendurch irgendwann kommen. So zack, machst mal eine Folge, wenn du Bock hast. Weil ich meine, ich spiele das ja sowieso auch privat.
Und so kann ich das Ganze einfach aufnehmen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, sowas zu sehen, könnt ihr es euch anschauen. Wenn nicht, dann nicht. Ihr wisst ja, Freitag sowieso, Freitag gegen 14 Uhr immer Daisy. Daisy! Daisy! Ich gehe eine kleine Partnerschaft mit German Daisy ein. Das heißt, wir machen gegenseitig, sage ich mal, ein bisschen Werbung. German Daisy ist, beziehungsweise die hat einmal eine Facebook-Seite. Da erfahrt ihr immer die aktuellen News zu Daisy, also allgemein Daisy Standalone. Was ich sehr interessant finde, zum Beispiel neue Fahrzeuge, neue Bilder, neue Items, Patchnotes, sowas ganz schnell, immer aktuell. Und sonst haben die auch ein Forum, da kann man über Daisy-Sachen diskutieren. Auch sehr gut besucht, diskutiere ich auch mal öfters. Jetzt haben wir hier, guck mal, normalerweise gäbe es hier so Pferde, ne? Gibt es so ein Schild. Füttern verboten, Pferde sind keine Allesfresser. Schade. Ich wollte meine Pferde mit Hotdogs verfüttern. Nein, stell mal vor. Ich wette, wenn man so eine Bratwurst einem Pferd zuwirft, dann isst die das. Hashtag Pferdelasagne, nein, Spaß. Oh Gott. Man sieht, mir ist wieder langweilig. Deswegen, Leute, ganz einfach, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo Leute, was ich noch sagen wollte, ich suche zurzeit auch Musik jeglicher Art, also zum Hinterlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen mit Dame gechattet, der hat gesagt, jo, kein Problem, kannst deine Musik benutzen. Deswegen Leute, ihr kennt Dame bestimmt Songs wie Halo oder Nexus oder Payflow, ganz bekannte Gamer-Songs. Schaut bei denen vorbei, Links unten in der Beschreibung. Und falls ihr Musik habt, sagt mir Bescheid. Glaube ich dringend für Minecraft, für vielleicht Daisy, so spannende Musik, mal gute Musik. Deswegen Leute, haut rein!